Ich bin im Talk mit Holger Nitschke und der eigentliche Aufhänger, wie ich auf dich gekommen bin, ist halt, dass ich in meiner Timeline auf Facebook auf einmal dein Buch eingeblendet bekommen hatte. Ganz ungesponsert. Ganz ungesponsert. Wir wissen auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wieso und weshalb, aber ich nehme mal an, durch irgendeinen gemeinsamen Kontakt oder so. Ne, irgendjemand hat da auf Like geklickt. Mark Zuckerberg hat gerade mal Klick gemacht. Genau, und dann haben das alle gesehen, genau. Ja. Und seitdem hast du auch wahrscheinlich schon 500.000 Stück verkauft. 700.000. 700.000 sind es jetzt schon. Ja, gestern waren es erst 600. Ja, genau, über Nacht kam irgendwie noch so ein Schub irgendwie. Ich habe selber vor kurzem auch ein Buch gemacht und ich finde, Bücher sind mit das schönste Produkt, was man überhaupt aus Fotos machen kann. Ich versuche auch immer, die Leute ein bisschen zu motivieren, nicht nur zu produzieren, sondern auch zu präsentieren. Und was mir halt an deinem Buch oder an deinem ganzen Projekt halt so gut gefällt, ist, dass es ja im Endeffekt auch auch schon so ein bisschen Hobbyprojekt ist. Ne? Mhm. Es ist ja keine große Auflage, es ist nicht im Offset-Druck entstanden, es gibt da nicht 1000 Stück von. Wie viel hast du im ersten Schritt drucken lassen? Im ersten Schritt habe ich gerade mal 50 drucken lassen und jetzt werden noch weitere 40, 50 jetzt hast du noch hinterherkommen. Genau. Ja. Und mich hat das einfach mal interessiert, so ein bisschen der Background. Das heißt, du musst gleich mal die Entstehungsgeschichte erzählen, weil ich finde, das ist halt ein Projekt, was halt auch andere Hobbyfotografen nachmachen können. Ja, weil wenn ich erzähle, ich habe ein Buch gemacht, was dann halt ein paar hundert oder auch tausend Mal gedruckt wurde, das funktioniert halt nicht für jeden. Ja, darum, ich muss das Buch hier erstmal, ja, ne, das müssen wir erstmal einblenden hier. Hallo, 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 hallo. Ja, ja, so ist gut. So, mach Platz. Platz. Da alle Exemplare wechseln, wird wahrscheinlich jetzt jemand das Buch bekommen. Genau. Also, das ist das Buch. Holger Nitschke, Lichtreize. Lichtreize heißt auch deine Webseite, dein Label unter dem Namen. Genau. Arbeitest du. Ne? Genau. Was kostet das Buch? Ich habe es jetzt für 27 € plus Versandkosten biete ich das an. Das ist also fair. 2 € Versandkosten als Büchersendung und ich denke, der Preis ist fair. Das ist fair, ne? Ist insoweit so fair, dass man... Was hat das so, 100 Seiten? 100 Seiten haben wir. Ziemlich genau 100 Seiten, ja. Ne? Mhm. Der Preis, denke ich, ist fair, weil jeder kann es bezahlen. Es ist nicht unbedingt, sind keine 50 €. Andererseits ist es ja auch so fair, dass ich sagen kann, ich zahle jetzt nicht dabei drauf. Weil wenn ich jetzt im Offset-Druck gehe oder bei geringen Stückzahlen, dann habe ich als Privatmensch, der sowas in kleiner Auflage drucken lässt, natürlich extreme Risiken da. Mhm. Erstmal, dass ich womöglich drauf zahle oder ich habe dann den ganzen Keller mit 1000 Büchern stehen und keiner will sie haben. Mhm. Das Risiko ist halt immer da. Deswegen ist es ganz schön, wenn man eine kleine Auflage irgendwie, wenn man das Gefühl hat, es verkauft sich gut, dann order ich halt noch welche nach. Es lohnt sich allerdings immer erst, habe ich so rausgefunden, so ab 30 Stück. Da geht es dann los, dass sich das preislich interessant wird. Weil es ja auch eine gewisse Staffelung gibt, oder? Genau. Also jetzt ein Einzelexemplar, ich zum Beispiel musste mir ein Probeexemplar drucken lassen, ich kann ja nicht gleich 50 Stück bestellen, dann sind alle 50 Mist, weil ich irgendwas falsch gemacht habe bei der Erstellung des Buches. Da habe ich mir ein Probeexemplar drucken lassen, das hat mich dann auch 50 € gekostet. Da musste ich halt einmal den sauren Apfel beißen und mir das halt vorab bestellen. Und magst du erzählen, wo du das hast drucken lassen? Weil ich denke mal, das wird viele interessieren. Ich habe das Buch ist jetzt bei Via Printo. Die gehören zur CW, oder? Genau, das ist eine Tochter der CW oder eine Schwester oder eine Oma, weiß ich nicht. Also ist ja quasi bei dir in der Nachbarschaft. Sitzt CW nicht auch in Oldenburg? CW ist Oldenburg, ja. Via Printo war Oldenburg, ist mittlerweile aber mehr Ruhrpott irgendwo da die Richtung. Ah, okay. Die sind, das glaube ich jetzt. Die sind irgendwie von CW gekauft worden vor ein paar Jahren oder so, ne? Kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Ich habe halt einfach nur nach Preisen gesucht im Internet und habe mir halt diverse Anbieter angesehen und bin dann halt auf die gekommen. Und das passte ganz gut eigentlich. Magst du mal was zu dem Prozess erzählen? Ich meine, gut, es wird natürlich, wir wissen, es gestaltet haben, wir es hochgeladen haben. Was mich einfach mal interessiert ist, was hast du für Wahlmöglichkeiten beim Papier? Wie musstest du die Daten anliefern? Wie musst du die aufbereiten? Welche Wahlmöglichkeiten hast du beim Cover und so weiter? Also man ist da eigentlich, bei Via Printo ist es so, dass die eigentlich PDFs nehmen. Wie man diese erstellt, bleibt einem natürlich selber überlassen, natürlich vornehmlich InDesign. Ich habe das Buch auch selber in InDesign gemacht, das war meine erste Arbeit in InDesign. Ich habe da vorher noch nie was mit irgendwie zu tun gehabt. Empfehle ich aber jedem, es zu tun, weil ich habe, das Buch ist quasi das zweite
Also ich habe das schon mal layoutet und habe das schon mal fertig gehabt. Und ich wollte es ursprünglich bei CeWe drucken lassen. Mhm. Habe dann über diese Fotobuch-Software, die ja jeder Hersteller so anbietet, habe das Ding dann da zurecht gemacht. Die Software war an sich okay, so für wirklich jemanden, der auch wirklich Ahnung davon hat oder wie man damit umgehen kann, wie ich mich da auch zuzähle. Hatte allerdings das Problem, dass es ständig abgestürzt war, aber gut, das haben die mittlerweile durch den Patch sicher behoben. Aber war halt sehr einfach, das Buch damit zu erstellen. Hat allerdings dann den Nachteil, in dem Moment, wo man das Buch erstellt und man will es dann doch nicht mehr bei dem Anbieter bestellen, wo man, in welcher Software man das gemacht hat, dann ist man gefangen, ne? Fängt man wieder von vorne an. Und da habe ich dann halt, beim nächsten Mal habe ich das, weil die Preise, es passte bei CeWe einfach nicht, weil die bieten das halt nicht an, dass sie bei höheren Auflagen günstiger werden, oder? Günstiger werden, genau. Und da hätte ich halt, würde ich jetzt für jedes verkaufte Buch, wenn ich das auch für 30 Euro anbiete, oder selbst für 35 Euro anbiete, würde ich fast noch drauf zahlen. Na, CeWe ist wirklich auf Einzeldruck ausgelegt, ne? Also dass man wirklich sein Urlaubsalbum da machen lässt. Ne? Ich sag mal, die Druckqualität ist ein Tick höher bei CeWe, muss man auch nicht verschweigen. Aber wenn ich sie jetzt im direkten Vergleich sehe, Preis-Leistung, da ist das Via-Printo-Ding wirklich schon okay. Also das ist aber ich finde die Druckqualität wirklich, also da kann man auch nicht. Da. Hattest du denn Möglichkeiten, Papier zu wählen? Haben die da 170 Gramm ist eigentlich ziemlich, glaube ich, festgeschrieben, glatt. Matt oder glänzend. Mhm. Und dann hört das, glaube ich, und beim Cover kann man auch Folienkaschierung nehmen oder nicht. Glänzend oder matt. Und ich habe mir dann so ein Papiermusterbuch, das gibt es gratis, das kann man sich da ordern. Das bestellt man, hat das zwei Tage später am Briefkasten, da kann man auch die Haptik des Papiers und so eigentlich ganz gut vergleichen. Empfehle ich jedem, das dann auch in Feuer zu machen. Muss man einfach. Ne? Man kann sich halt vieles nicht vorstellen, wenn man es nur liest. Ja, also ich meine Folienkaschierung, man kann sich was drunter vorstellen, aber wie es sich letztendlich anfühlt, weiß man auch nicht. Es steht dann auch in dem Papiermusterbuch, steht auch drin, dass für die und die Art von Bildern oder Broschüren ist es halt empfehlenswert, dass so, es sind ein paar Tipps da auch, weil man sieht auch wirklich den Vergleich und das macht Sinn. Ja. Lief das denn wirklich alles komplett online oder gibt es da in irgendeiner Form persönlichen Kontakt? Die sowohl als auch. Also online, die Bestellung macht man online, man schickt da dann seine druckfertiges, sind Anleitungen da, wie man zu seinem druckfertigen PDF da kommt und schickt die dann dahin. Das war bei unserer Internetleitung sehr gruselig, aber es hat funktioniert, die 600 MB waren oder 700 MB waren das letztendlich für das Buch. Und dann hatte ich aber vorher auch nochmal angerufen, weil ich hatte noch ein, zwei Fragen, weil es war hier ein Blitzer oder da passte was nicht, wo ich selber halt einfach auch mangels Erfahrungen in InDesign einfach nicht so durchgeblickt habe. Und dann wurde mir am Telefon sehr schnell und freundlich eigentlich geholfen oder auch zu anderen Fragen der Bestellung oder jetzt auch bei der Nachbestellung. Also der muss ich mal wirklich mal in der heutigen Servicewüste Deutschland, wie sie ja leider nun so ist, wirklich mal positiv erwähnen. Es sind keine Callcenter-Leute, die da arbeiten, sondern also die sind wirklich von Via Printo. Und die haben auch Ahnung von. Die haben wirklich Ahnung und man wird auch sehr schnell und freundlich bedient. Und wenn man da eine E-Mail hinschickt, dann kriegt man in der Regel auch innerhalb von 24 Stunden. Was sind das so für technische Stolpersteine, die du da hattest in InDesign? Ich hatte mal einfach eine Eifer des Gefechts, einen Rand, eine Überlappung nicht weit genug gezogen, Bild, dass dann man unten am Cover dann so einen weißen Blitzer hatte. Oder ich selber hatte dann auch, wenn die Seitenzahlen gefielen mir dann mit Probexemplan nicht, waren mir dann zu groß. Das sind aber auch wirklich Dinge, ich empfehle auch jedem, der ein Buch macht, bestellt euch erstmal eins, auch wenn es dann vielleicht das Dreifache kostet, aber einfach so, wird schon gut gehen oder nicht so schlimm, man sollte da wirklich... Keine gute Idee. Nee, also nicht irgendwie, wenn man von der Bestellung jetzt von 50 Stück redet, ist man schnell mal irgendwo schon bei um die 1000 Euro, je nach Seitenumfang des Buches. Die will man ja ungern in den Sand setzen. Ja. Gerade wenn man da... ist es im Prinzip ist dann ja die Vorbereitung genauso, als wenn man das hinterher im Offset drucken lässt, oder? Grunde genommen könnte man das PDF auch nehmen und damit zu einer Druckerei gehen und sagen, mach mir da jetzt 1000 Stück von. Genau, also das ist ja der Vorteil, den man, wenn man es mit InDesign oder einer anderen Layout-Software macht, dass man ja dann flexibel ist und sein Ergebnis auch anders konvertieren oder exportieren kann. Also ich, wie gesagt, meine Empfehlung ist da wirklich, macht das in InDesign, setzt euch damit auseinander oder es gibt ja auch noch andere Layout-Software, Quark oder was weiß ich. Nicht in so einer Fotobuchsoftware von den Herstellern. Ist natürlich angenehmer, aber wenn man wirklich dann merkt, oder man stellt sich nur vor, man macht jetzt bei CeWe, wenn man sich 5 Fotobücher bestellen und die Freunde finden das toll, jeder will eins haben, dann bestellt man auf einmal 20 nach und dann aber bringt ja nichts, weil man zahlt dann ja wirklich sehr viel drauf. Also für den privaten Gebrauch. Gerade bei den Stückzahlen ist es dann, ne? Wenn man mehr als 10 Stück haben will oder braucht, dann empfiehlt sich das. Gut, nun ist es aber auch ein kleiner Unterschied, denke ich mal, ob man sich wirklich ein Album macht mit seinen Urlaubsbildern, weil da sprechen wir eigentlich selten über mehr als ein Stück. Ja. Na, und ich, mir geht es halt auch so ein bisschen darum, die
Fotografen, die jetzt hier zuschauen, die vielleicht auch mehr hobbymäßig unterwegs sind, so ein bisschen zu motivieren und zu sagen, hey, nicht immer nur produzieren, sondern überlegt euch ein bisschen auch, was ihr mit euren Bildern macht. Und ich finde es einfach total schön. Das ist jetzt hier so ein Querschnitt. Das Buch heißt Time Flies, ne? Ja. Und im Endeffekt ist es ein Querschnitt aus, wie viele Jahre Fotografie stecken da drin jetzt? Das ist eigentlich 2011 bis diesen Sommer 2015 halt. Das okay, also 4 Jahre circa. Genau, ja. Wo ich eigentlich so diese, Anfang 2011 ging es los, dass ich die düsteren Sachen mehr so, die Gothic-Schiene mehr so verlassen habe und seitdem versteckt in der normalen Modus, normalen oder bunteren Fotografie tätig bin. Und das sollte eigentlich da präsentiert werden jetzt. Also ja, also ich relativ aktuell dann. Ich finde es großartig. Wie ist das formatmäßig? Das ist jetzt ziemlich genau A4, das ne? Das ist A4, genau. Ist ja. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, quadratisch. Wie groß können die da drucken? Gibt es da Einschränkungen? Oh, weißt du das? Ich glaube, kann ich jetzt, ich glaube 30 mal 30. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe auch echt wirklich nur, ich habe mich vorher schon mir überlegt, dass ich es wieder in A4 mache. Obwohl ich auch andere Formate toll finde. Ich finde quadratisch sehr toll, ich finde Querformat sehr toll. Aber so, wie ich mir das vorgestellt habe, das sollte so ein bisschen, das Buch soll ein bisschen Magazincharakter haben. Auch aufgrund der unterschiedlichen Bilder, die drin sind, der unterschiedlichen Stile, die ich da teilweise auch mache, soll das ein bisschen wie auch ein Modemagazincharakter sollte das haben. Deswegen auch das relativ schlichte Layout. Weil ich halt zu viel ist, nie gut, meiner Meinung nach. Nee, also ich finde, also ich mag das Layout, man kann das ja mal hier zeigen. Ne? Du hast viele Bilder hast du einfach vollflächig gesetzt, entweder eine ganze Seite oder auch eine Doppelseite. Und dann hast du aber auch immer mal wieder zur Auflockerung sowas hier drin zum Beispiel. Ne, das finde ich auch ganz gut, dass du auch aus einer Serie dann 2 Bilder hast und die dann gegenübergestellt. Man muss halt sehr aufpassen, gerade wenn man bei Doppelseiten, dass die Bilder halt zueinander passen, dass sie harmonieren. Und man, ich weiß nicht, du kennst es ja sicher auch als Fotograf, das Auge wandert ja durchs Bild oder wandert ja dann durch eine ganze Seite und das fängt ja irgendwo links unten an und sucht sich dann seinen Weg. Und wenn man eigentlich in dem Buch die meisten Seiten sich mal anguckt, dann findet man raus, dass da irgendwo meistens eine Linie irgendwo drin ist, dass man da durch die Bilder geführt wird. Ich finde es ganz interessant, weil du natürlich auch teilweise dann, also hier zum Beispiel hast du Schwarz-Weiß und Farbe dann auch mal gemixt auf einer Doppelseite. Das ist meistens vom Vorteil, weil wir jetzt Farbe und Farbe mixen, sehr gefährlich, also muss es wirklich schon harmonieren. Also das sind dann auch wirklich 2 unterschiedliche Shootings, ne? Genau. Ja. Also sehr viel, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, zu gucken, welches Bild passt zu welchem, wenn sie nicht aus einer Serie stammen oder wie sind sie einigermaßen über der Serie, sieht man es jetzt auch ganz gut, wie ordne ich sie an, dass es harmonisch wirkt und zumindest in meinen Augen, ohne dass sich die Bilder gegenseitig die Show stehlen, sondern man muss ja irgendwie wie durch ein Bild durchgeführt werden, sollte man dann auch bei den Seiten. Ja, das ist halt das Problem, dass man natürlich auch dazu neigt, zu viel zu zeigen. Genau. Also gerade wie bei dem hier, wo du 4 auf einer Doppelseite hast, da ist es natürlich unheimlich schwer. Ja. Hier auch großartig. Also Bilder, wirklich. Also falls ihr noch irgendwie ein Weihnachtsgeschenk braucht, ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Ich muss da jetzt auch einfach mal ein bisschen Werbung machen. Super interessant. Also auch sowas dann hier, wo dann wirklich mal 4 Bilder, die wahrscheinlich auch wirklich kurz hintereinander entstanden sind. Das ist ja alles aus einer Session. Und finde ich halt sehr abwechslungsreich. Großteil der Bilder stehen für sich alleine, so wie hier zum Beispiel auch. Es gibt ja auch Fotografen, die sagen, Mensch, Farbe und Schwarz-Weiß auf eine Doppelseite geht gar nicht. Aber ich finde, es funktioniert. Ja, also man muss sich wirklich, man sollte sich die Zeit nehmen und wirklich auch oben experimentieren mit den Bildern. Nicht nur sagen, hier Doppelseite, da einfach, sondern auch wirklich, und auch da ist es auch wie bei den Fotos, Zeit lassen. Ich habe an dem Buch jetzt letztendlich, an dem Layout, wenn man es so nennen möchte, oder an der Anordnung, habe ich auch bestimmt ein halbes Jahr immer mal wieder zwischendurch gearbeitet. Echt so lange? Ja, dann mal wieder wochenlang gar nicht und dann wieder verstärkt. Aber es ist schon sehr, man sollte es auch sehr ruhig angehen lassen und sich nicht durch seine, nicht so einfach so begeistern lassen, sondern schon auch mit einer gewissen Distanz auch gucken. Und das auch ruhig mal rumzeigen, vorher Freunden, Bekannten, wo man weiß, dass die auch Ahnung von der Thematik haben und die dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp haben, wenn man dann sich unsicher ist. Also auch hier, das hatte ich gerade schon in die Kamera gezeigt, finde ich auch ganz cool, halt einfach mal eine Doppelseite vollflächig
und daneben eins mit Rand. Mhm. Und das lockert die Sache unheimlich auf. Ja. Also finde ich, das mag ich richtig gerne hier, weil das ist simpel, aber auf der anderen Seite hat es halt so einen gewissen Pep. Findet man auch. Ich habe da auch einige Bildbände mir auf anderen Fotografen oder Fashion-Bücher angeguckt und da habe ich halt auch sehr oft das so wiedergefunden. Oder auch das hier zum Beispiel finde ich eine tolle Lösung, wenn man dann ein zentriertes Foto hat, was natürlich auf der Doppelseite ganz gefährlich, wenn in die Hose gehen würde. Ne? Dann würde man nur noch Ohren sehen, Ohren und Backen. Dann siehst du nur noch Ohren, ne? Da hast du so ein komisches Klappbild. Ja, da muss man aber auch aufpassen. Aber super gelöst. Und man noch links oder rechts geht. Man muss da auch meiner Meinung nach überhaupt keine Manschetten haben, dass man jetzt plötzlich einfach weißen Raum hat. Ne? Also mal, es ist halt manchmal so, da ist mal was vom Bild weggeschnitten, aber das kann man ja in dem Programm einmal sehr schön dann auch sehen. Ja, also und ganz im Gegenteil, also ich finde halt weiße Flächen, die helfen auch dem Bild zu wirken. Ja. Ne? Man darf nicht immer nur vollflächig alles anordnen. Ich habe auch getestet mal mit schwarzem Hintergrund bei einigen Seiten, aber gefiel mir nicht. Ich habe dann letztendlich davon abgesehen und habe es eigentlich alles dann die Hintergründe weiß gelassen. Und was ich auch noch als Tipp nicht machen würde, wären diese ganzen Spielereien. Es gibt Überblendungen und irgendwelche Effekte. Meiner Meinung nach, das Buch soll die Bilder zeigen und nicht irgendwelche Spielereien. Die Bilder müssen eigentlich für sich stark genug sein. Und wenn in den Bildern schon Spielereien sind, dann ist es ja auch in Ordnung. Bloß dann sollte nicht noch mehr, also sollte nicht, es gibt ja diese Webseiten, die da aussehen wie aus AOL-Zeiten heute, wo dann alles blinkt und blitzt und irgendwelche Clowns aus Kartons kommen und Dynamitstangen da und sowas. Also das Geheimnis bei der Buchgestaltung liegt im Endeffekt mehr in der richtigen Zusammenstellung der Bilder, der Gewichtung, wie sie nebeneinander stehen. Genau. Und darin, dass das Design quasi eher zurückgenommen ist. Also nicht das Design, das Layout. Die Bilder sollen im Vordergrund stehen. Das ist halt wichtig. Nicht das Drumherum. Man soll es wahrnehmen, aber halt, es soll nicht davon ablenken von den Fotos, das Layout. Also ich finde es wirklich großartig. Du hast dann auch, du hast auch ein kleines Event gemacht. Genau. Ne, zur Vorstellung des Buches. Ja, wir haben auch einfach, es kam mir dann eben, wie wir das Thema ja auch schon hatten, einfach nur produzieren ist doof, eigentlich sich irgendwie präsentieren ist ja wichtig. Und dann dachte ich mir jetzt, okay, jetzt machst du so ein Buch und jetzt warst du da monatelang dabei und jetzt haust du das raus und jetzt postest du das bei Facebook und die Leute, ich schreibe hin, kauf mein Buch und alles ist toll. Fand ich doof. Ich dachte, ich muss irgendwas Kleines machen. Ich wohne nun in Oldenburg, da ist jetzt das Publikum nicht so riesig, was Fotografieren geht, aber ich dachte mir trotzdem, irgendwas Kleines muss da stattfinden, eine Release-Party. Dann haben wir in einer Diskothek, zu der wir auch ganz guten Kontakt haben, haben wir so eine kleine Buchrelease-Party halt gemacht, wo man das Buch dann kaufen konnte. Es gab eine Beamer-Präsentation, wo ich das Buch dann einmal durchgelabert habe, also zu jeder Seite was erzählt habe. Und dann gab es noch einen Sekt und liefen noch ein paar Bilder, wurden noch aufgehangen als Leinwand, also eine kleine Ausstellung. Ja, cool. Das hat eigentlich auch Spaß gemacht und war auch ganz gut besucht. Und ja. Wie viele Leute waren da so? Boah, ich habe es nicht gezählt, aber es war über den Abend verteilt, aber so um die 150 schätze ich jetzt einfach mal so. Ist doch abgefahren, oder? Ich meine, ist doch, also ich persönlich finde halt, das ist dann so dieses Sahnehäubchen, ne? Ja. Wenn man dann die Bilder nochmal nimmt und sie wirklich präsentiert. Und was ich vor allem auch unbezahlbar finde, ist den persönlichen Kontakt zu Menschen, die Bilder angucken. Ja, denke ich auch. Also, es ist einfach so klinisch in der heutigen Zeit. Es ist so einfach, alles über das Internet zu machen oder sich da irgendwie mitzuteilen oder seine Bilder zu präsentieren. Aber das Bild in der Hand zu halten oder halt wirklich auch mit Modellen dann zu arbeiten und zu reden und die da wiederzutreffen bei solchen Veranstaltungen, ist was ganz anderes. Oder für Leute, die sich dafür interessieren. Ja, und die Modelle, die freuen sich doch auch tierisch darüber, oder? Also ich denke so. Du hast ja auch alle, was ich ganz toll finde, ist, dass du jedes Model namentlich erwähnt hast. Also du hast hier wirklich überall die Namen der Mädels beigeschrieben. Du hast auch die Designer teilweise, wo es zutrifft. Ja, wenn Designer Sachen dabei waren, sind die auch erwähnt. Ja. Oder auch, wenn da mal Haare, Make-up, ja, oder sogar die Hunde hast du. Ja, von meiner Tante, die züchten diese Windhunde. Ja. Und da also hier auch ein sehr cooles Bild mit den beiden Windhunden. Ja. Das ist schon mir auch wichtig. Man gibt ja keine vollständigen Namen, Adresse an natürlich, aber... Nee, das ist ja Quatsch, ne? Aber so eine gewisse Wertschätzung, finde ich, gehört da schon rein. Ne? Die Leute machen oder die Modelle machen ja schließlich einen Großteil des Bildes aus und sollten einer auch wichtig sein. Sie sind, also für mich persönlich sind sie mit das Wichtigste überhaupt. Ja, ne? Ja, sehr, sehr cool. Also ich freue mich tierisch über das Buch und ich kann es euch nur empfehlen. Ich muss da ein bisschen Werbung für machen, weil ich finde... Ich finde solche Projekte total unterstützenswert. Also gerade wenn jemand halt auch
die Eier hat, sowas selber zu machen, weil ich meine, es sind halt auch mal eben 1.000 Euro oder 1.500, die du vorstreckst. Das muss man auch erstmal machen und die Arbeit und die Zeit, die da drin steckt, so heißt es, ist halt absolut unterstützenswert und deshalb finde ich das sehr, sehr cool. Holger, wir sind jetzt, glaube ich, am Ende. Wir haben genug geschnackt. Ja. Ich hoffe, euch hat die Arbeit von Holger gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr Spaß hattet an unserem kleinen Talk, an den Bildern, vielleicht auch an dem Buch. Ja. Ich hoffe doch sehr. Ja. 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 Was war's? 27 Euro? 27 Euro plus 2 Euro Versandkosten. Ja. Komm hier, 30 Euro. Ne? Also, das läuft ja wohl. Bei Webseite nochmal lichtreize.de. Ja? Genau. Geht halt jetzt auch momentan nur ein Hinweis drauf auf das Buch, aber einfach per E-Mail holger@lichtreize.com oder die Kontaktdaten stehen auf der Webseite. Da kann man ihr werdet das schon man finden. Man wird mich finden, wenn man will. Wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, dann findet ihr das Buch auch. Holger, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ebenso danke, dass ich hier sein durfte. Auf deiner gemütlichen Couch. Ja, mit diesem schönen Kunstfell. Ja, das ist... Ich habe vorhin noch gefragt, ist das echt oder ist das Kunst? Aber nee, das haben wir schon geklärt. Ja. Also da sind wir natürlich politisch korrekt. Wunderbar. Gut, ihr Lieben, das war's. Tschüss. Tschüss.